Wir stehen hier vor Ihren Exponaten, die Sie heute und morgen dem Rudower Heimatverein zur Verfügung gestellt haben als Ausstellung. Es ist ein nicht alltägliches Hobby. Sie sammeln Krippen. Ja, ich bin Mitglied im Brandenburgischen Berliner Krippenverein. Und an und für sich zu den Krippensammeln bin ich gekommen durch ein Aussätzchen-Hilfswerk. Die haben immer Krippen verkauft, um ihr Werk zu finanzieren. Und an und für sich war es zum Anfang nur eine soziale Tat, um die ein bisschen zu unterstützen. Und dann hat sich das angehäuft und immer mehr, immer mehr. Und zum Schluss ist man dann praktisch Sammler geworden. Und wie viele Krippen nennen Sie jetzt Ihr eigen? Na, 65 Krippen und normal 40 Papierkrippen. Also liegt der Schwerpunkt nicht nur auf den aus Holz oder Ton gestalteten Krippen, sondern auch ein Schwerpunkt auf den Papierkrippen? Ja, generell auf allen Krippen, ja, von der ganzen Welt. Und Papierkrippen und andere Krippen, kostbare Krippen, Billierkrippen, Pappmaché-Krippen, alle Krippen, die man so halt sammeln kann. Wenn ich das so als bescheidener Mensch sagen darf, sind die Krippen alle, so wie ich sie hier bisher gesehen habe, sehr liebevoll gestaltet. Also sowohl die billigen als auch die teuren. Und man sieht die Freude am Handwerk drin. Ja, wir haben ja zum Beispiel unten eine Krippe aus Kenia, aus Ebenholz. Ist eine ganz feine, gute Arbeit. Ja, wenn man das so sieht, staunt man, dass man so hartes Holz so sauber bearbeiten kann. Und dann haben wir hier andere Krippen. Zum Beispiel die Krippen hier aus Peru und Mexiko, die werden von Kindern gemacht, aus Kinderheimen, damit die Heime unterhalten werden können. Dann wird es aus Papier von den Kindern gefertigt und dann angemalt und verkauft. Ich hoffe, dass es nicht nur Kinderarbeit ist, sondern dass sie auch ihre schulische Unterweisung kriegen und auch ein bisschen Freizeit behalten. Aber irgendwie müssen die Kinder sich über Wasser halten. Und das wird auch zum Teil durch solche Krippen veranstaltet. Wir haben hier auch dann durch das Aussätzchen-Hilfswerk, weil die ja gar kaum Möglichkeiten haben, Arbeiten zu machen, haben da auch einige Krippen, werden da fabriziert in Afrika unten. Die sind, um sich da auch überall Leben erhalten zu können. Also was bei uns hier Hobby ist und zu der Erbauung dient, ist dort Lebensnotwendigkeit, um zu überleben. Ja, und deshalb habe ich die auch zum Anfang gekauft, um die Leute etwas zu unterstützen. Und das ist ja auch, sagen wir mal, für ein Aussätzchen irgendwie eine Bestätigung, dass er überhaupt eine Lebensberechtigung hat und dass er ein Erfolgserlebnis hat, dass er auch seine Produkte los wird. Und genauso ist es in den Kinderheimen. Wenn die ihre Krippen loswerden und verkaufen können, ja, dann ist es ja auch eine Genugtuung, dass ihre Arbeit nicht ganz umsonst ist und dass sie nicht nur von Almosen leben. Früher gab es ja in jeder Familie, also so kann ich mich noch daran erinnern, eine Krippe unterm Weihnachtsbaum. Das ist scheinbar heute nicht mehr so sehr gang und gäbe. Oh, das glaube ich nicht. Mein Großvater hat nur eine ganz einfache Papierkrippe gehabt, die wurde dann zusammengepackt in Wäschefach unter Bezüge gepackt, hat keinen Platz weggenommen. Bei den kleinen Wohnungen konnte man das auch gar nicht, eine große Krippe, lagern. Heutzutage geht natürlich in den Familien der Trend hin, teure Krippen aus Oberammergau oder aus den Holzschnitzer-Zentren zu kaufen. Sie sind sehr teuer und verhältnismäßig auch kostbar. Und Leute, die sich früher gar keine Krippe leisten konnten, die haben heute eine Krippe. Ich sehe diese Krippe hier. Was ist das für eine? Also wir können hier oben mal anfangen. Das ist eine Krippe aus Italien, aus praktisch Plastik geformt. Ein Massenprodukt
was praktisch verhältnismäßig preisgünstig ist. Also diese Krippen haben viele ältere Leute gehabt, so in alten Wohnheimen und so, die eine ganz kleine Wohnung nur hatten und sich trotzdem eine Krippe leisten wollten. Die haben solche kleinen Krippen gehabt. Daneben ist eine Krippe, eine Papierkrippe aus Krakau. In Krakau werden immer ganz große Wettbewerbe gemacht. Da gibt es dann diese Papierkrippen, die ein kleines, die gibt es dann 4 Meter groß und die besten werden prämiert. Da ist jedes Jahr eine ganz große Aktion und die arbeiten daran das ganze Jahr. Das artet schon langsam in Arbeit aus und ist dann nicht mehr nur Hobby. Daneben sehen wir auch eine Plastikkrippe, die kommt aus Deutschland. Und dann sehen wir eine Krippe aus Mexiko. Eine kleine Krippe aus Mexiko. Das ist ja eine Papierkrippe, die hat die Bastelgruppe des Rudower Heimatvereins gebaut. In mühevoller Arbeit, die von hinten praktisch angestrahlt wird. Ist auch sehr schön. Daneben sehen wir eine Krippe aus Ostino, Orlici. Und zwar ist es da Tradition, zu Weihnachten Krippen aufzubauen, die so 6, 8 Meter lang sind und bis 3, 4, 5.000 Figuren haben. Da sitzt die ganze Familie dran, nur die einzelnen Papierfiguren reinzustecken, da so 3, 4 Tage dran. Und das ist schon eine Leistung und ist da Tradition in dem Ort. Also jetzt sind nach der kommunistischen Herrschaft sind da ungefähr noch von den 50 Krippen, die sie hatten, noch 20 übrig. Und da ist es Tradition, dass die Leute Besuche machen Nachmittag und gucken sich immer die Krippen, wie die anderen Nachbarn sie praktisch aufgebaut haben. Und da gibt es dann auch einen Krippenverein, der diese Tradition pflegt. So wie ich Sie verstanden habe, sind das Krippen, die durch mehrere Generationen schon gegangen sind. Ach, Generation, ja, da sind die ältesten Figuren, die wir da bei einem Besuch da unten bei der Krippenfahrt gesehen haben, sind von 1724 allerhand gemalt. Da ist dann eine solche Papierfigur, so 10, 12 Zentimeter hoch, ist schon Vermögen wert, weil die alle mit einer Hand gemalt sind. Da haben Generationen dran gemalt und da kann man zum Teil sehen, welche Familienmitglied da mitgemalt haben oder welcher Künstler die geliefert hat. Die wurden da auch zum Teil gehandelt. Und da kann man auch die Jahrgänge absehen. Ja, das ist nicht nur eine Krippe aus einem Guss, sondern da kann man dann schon diese Zeitabläufe mitverfolgen, wenn einer ein bisschen künstlerisch begabt war in der Familie oder wenn nicht so gut war. Jedenfalls ist es trotzdem eine Leistung, diese ganzen Figuren in den Generationen herzustellen und die Tradition so lange aufrechtzuerhalten. Also mir ist aufgefallen bei diesen Krippen aus Usti, dass diese mit die Köpfe der abgebildeten Personen, aber auch Tiere, mit sehr viel Liebe gemalt sind. Nicht nur die Köpfe, aber gerade an den Köpfen kann man es am ehesten erkennen. Ja, wenn wir zum Beispiel diese nachgedruckte Krippe sehen, die haben wir in Original gesehen und da sieht jeder Kopf und jedes Tier und jeder Baum sieht anders aus. Da ist nicht so eine Massenproduktion, dass er aber 20 gleiche Schafe da rein schmuggelt, sondern jedes Schaf ist anders, jeder Kopf ist anders, jede Figur hat ein eigenes Leben. Und das kann man hier an diesem Nachdruck sehen. Ja, der ist ein sehr guter Nachdruck. Den kann man übrigens, die Bögen kann man kaufen. An diesen Figuren haben wir 40 Stunden gesessen und die ausgeschnitten. Und zwar gibt es diese Figuren, diese Krippen auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt. Da stehen die Leute aus Ostino und verkaufen diese Ausschneidebögen. Ja, die ist auch aus Afrika. Man sieht da ein Ebenholzhaus, ja, mit anderen Figuren drin. Das ist Teakholz. Die kommt aus Uganda und ist auch eine sehr schöne Arbeit. Und ist auch in der Tradition, wie die da ihre Häuser bauen und ein bisschen windschief, wie halt da die Originalhäuser auch sind. Die nächste Krippe, wo kommt die her? Die ist eine Lapplandkrippe, die kommt aus Schweden oder aus Finnland. Und
zeigt so halt, wie die Finnen leben, ja, oder die Lappen. Und da gibt es dann keinen Kuh und keinen Esel, sondern da ist ein Rentier als Beförderungsmittel in der Krippe. Und der Stall besteht praktisch aus einem Zelt. So kann man auch immer wieder feststellen, dass die Heilige Familie dort eingebracht wird, in der Abbildung, wo man im Grunde genommen lebt. Ja, die wird immer reflektiert in diesem Land, wo gelebt wird und auch gerade in diese Zeit, wo gelebt wird. Heute sind die schlicht und einfach, die Krippen, früher waren sie kompliziert und wie gerade der Geschmack der Zeit ist, wie die Lebensumstände sind. Das kann man jetzt zum Beispiel daneben an eine einfache Tiroler Krippe sehen. Die kommt auch aus Italien, aber aus Norditalien, dass dies wieder darstellt, wie da die Häuser sind, wie da der Stall aussieht, wie sich die Leute das vorstellen, wie da das Kind gelebt haben könnte. Nebenan ist auch wieder eine Ebenholzkrippe? Ja, die kommt auch aus Kenia. Da gibt es ja ganz begabte Stämme, die sind naturbegabt im Schnitzen. Und die stellen solche Krippen her. Die sind natürlich auch so ein bisschen zwischen ganz moderner Krippe, Tradition und so ein bisschen europäisches Denken. Ja, wenn man so sieht mit den Schafen, da unten gibt es ja an und für sich gar keine Schafe, ja, die wurden da reingebaut. Und die Könige sehen auch aus wie halt afrikanische Könige, bis auf einer mit einer richtigen Krone, aber das andere sind dann afrikanische Kronen. Das ist halt auch aus der Zeit, aber schon so ein bisschen christlich missioniert. Hier sehen wir eine Krippe, praktisch ein Keramikhaus, was in einer Behindertenwerkstatt hergestellt wurde. Man muss staunen, dass sowas gebrannt werden kann und nicht reißt und so. Da gehört auch schon was zu. Und bei den Behinderten muss man staunen, was die so für ein Kunstverständnis haben. Ich finde die Krippe sehr schön und ausdrucksvoll. Das ist eine ganz schlichte, einfache Krippe. Die Figuren kommen auch aus Italien. In Italien ist überhaupt diese Plastikkrippenherstellung ganz groß gewesen. Daneben sehen wir eine, da sind Plastelin-Figuren. Die ist ungefähr so aus 1950 rum hergestellt worden. Und dann kommt wieder eine Krippe, die ist aus Israel unten. Praktisch auch von den Arabern hergestellt. Auch in irgendwelchen Heimen, ja, wo sie praktisch den Leuten da Arbeit geben und eine Beschäftigung. Daneben sehen wir eine Krippe auch mit Plastelinfiguren aus Deutschland. Das wird auch so ungefähr so 50, 60 hergestellt worden sein. Hat auch einen bestimmten Reiz, wie der Künstler sich das so da vorgestellt hat mit diesem Haus. Sieht auch schön aus. Und nebenan wieder eine Keramikkrippe? Ja, nebenan ist wieder eine Keramikkrippe, die kommt auch aus Italien. Ist mal ganz anders dargestellt. Die Jungfrau Maria hat das Jesuskind auf dem Arm und es liegt nicht in der Krippe. Und der Josef, der steht da und aber sind nur keine Heiligen Drei Könige, sondern es ist eine schlichte Krippe, wo übrigens im Mittelalter die Krippen an und für sich nur aus drei Figuren, also zum Teil nur aus zwei Figuren bestanden, aus Maria und des Jesuskind, die ersten Krippen. Und erst später kam dann der Josef zu und die Heiligen Drei Könige und immer mehr, immer mehr. Und dann gibt es ja jetzt so Krippen mit hunderten Figuren. Ja, das war ja an und für sich nicht, die Tradition fing an und für sich nur mit Maria und dem Jesuskind an. Hier kommen wir praktisch zu den traditionellen Papierkrippen. Die Krippen stammen ungefähr von 1950 und waren an und für sich mal so um 1900 verbreitet bei den ärmeren Leuten, weil sie halt wenig Platz hatten zum Lagern und weil sie verhältnismäßig billig war. Die Krippe kam hier 1950 1,80 Mark und jetzt, das ist praktisch aus dem Fundus des Ruder Heimatvereins und
Es ist an und für sich eine Epoche, wie der Künstler sie sich dargestellt hat, diese Krippen. Das sind Faltkrippen, ja? Ja, das sind Faltkrippen, die kann man zusammenlegen und aufstellen. Die kann man, das sind nur ganz einfache, die sind schon ein bisschen komplizierter. Und da gab es ja Krippen, die hatten so 20 Ebenen, so um 1900 rum. Und dann so einen halben Meter hoch, die waren dann schon kostbar und die konnte sich kaum jemand leisten, deshalb sind sie ganz selten. Ja, das ist auch eine Krippe aus Krakau, die ist nur aus Bonbonpapier gemacht und die Figuren sind aus Pappe, Papier, die auch da so in Krakau, nur in Krakau so praktisch Tradition sind. Die, wie ich schon erwähnt habe, waren die ganz großen Wettbewerbe, ja, da sind dann solche Krippen 4 Meter hoch und höher. Und das ist eine ganz einfache kleine. Leider ist uns nicht überliefert, welcher Künstler die gemacht hat oder aus welcher Familie die kommt, sondern wir wissen halt nur, dass in Krakau, dass es da Tradition ist. Die anderen Krippen, die kommen, die anderen beiden Krippen, sind italienische Ware, die praktisch auch aus Italien kommen. Zum Teil werden sie auch schon in Nahost hergestellt und dann hier ein Stück weit sagen, verramscht, weil die dann zu Hunderten und zu Hunderttausenden praktisch hier nach Europa gebracht werden und ein bisschen und sehr preiswert sind, das muss man auch sagen. Ja. Hier komme ich jetzt zu einer der schönsten Krippen, die ich habe, die ist von der Erika Krawelke gemacht, das ist eine Künstlerin in Großsieden, die sehr ausdrucksvoll die Krippe hat. Solche Krippe, sie hat 7 Krippen hergestellt davon. Eine habe ich, eine größere ist in Schönefeld in der Kirche zu bewundern und zu bestaunen. Und sie hat einen sehr interessanten Gesichtsausdruck in ihren Figuren. Ja, sie sehen alle so ergebensvoll und froh aus und selig. Wenn man die Maria zum Beispiel anguckt, dann merkt man, das ist eine Mutter, die sich freut, dass sie ein Kind hat. Was ja nicht bei allen Krippen ist, weil manchmal da tut die Majestät so hervorgucken, ja, und dann fehlt so die mütterliche Freude. Aber hier ist besonders diese Freude dargestellt und auch der Josef, ja, wie er ganz zufrieden, lächelnd dasteht. Und das ist eine der schönsten Krippen, die ich habe. Ist auch Handarbeit und praktisch keine Massenproduktion wie anders. Ich habe mich da auch sehr bemühen müssen, dass die Künstlerin, die mir überhaupt angefertigt hatte. Das ist eine Sonderanfertigung, die ich mal bestellt hatte. Und als sie fertig war, wollte sie sie mir gar nicht geben. Sagte, wenn sie sie nicht nehmen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Und sie sagt, wenn sie dann runterkam in ihr Atelier, ja, dann hat sie davor erstmal eine Andacht gemacht vor der Krippe, ja, und hat praktisch ihr Gebete oder praktisch, ja, eine Andacht ist schon richtig und hat dann praktisch meditiert und hat sich da vor diese Krippe für ihre nächsten Arbeiten so praktisch die Sammlung geholt. Aber ich habe sie doch überzeugen können, dass ich die Krippe sehr schön finde. Und das ist eine Krippe, die ich auch zu Hause unter meinen Weihnachtsbaum aufstelle.